In der Regel kommen Hörgeräte mit einem Standard-Ladegerät. Jedoch können zusätzliche Charger viele Vorteile bieten. Daher schauen wir uns heute genauer das Signia Dry & Clean Ladegerät an. Hallo, ich bin Niklas Spichalski, Gründer von MySecondEar und ich trage tatsächlich seit über 25 Jahren Hörgeräte. Ich möchte tatsächlich mein Zubehör nicht mehr missen. Daher ist dieses Video Teil einer Zubehörserie. Wenn Sie hier oben klicken, dann kommen Sie zu den verschiedenen Videos aus dieser Serie. Hier können Sie natürlich gerne vorbeischauen. Das heutige Video dreht sich um die Dry and Clean Ladestation des Herstellers Signia. Über seine Funktion und der Frage, ob sich die Anschaffung hier lohnt, darum geht es heute. Ich werde jetzt hier den Dry and Clean Charger, also das Ladegerät, auspacken. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Karton und schiebe ihn auf. Und hier ist auch schon direkt der Dry and Clean Charger. Hier kommen die Hörgeräte herein und hier kommt dann das Ladegerät später rein. Und hier unten verbirgt sich tatsächlich das Ladegerät komplett. Das heißt, hier ist einmal natürlich das Kabel und hier ist das Netzteil. Kommen wir nun zu den technischen Daten des Dry and Clean Chargers. Die Maße sind tatsächlich etwas größer, dadurch, dass hier noch ein Trocknungsgerät mit eingebaut ist. Das heißt, hier sind es 82 mm mal 83 mm mal 88 mm bei einem Gewicht von 161 Gramm und die Farbe ist ausschließlich cremeweiß. Kommen wir nun zu den Funktionen des Dry and Clean Chargers. Dieses Ladegerät ist tatsächlich erhältlich für das Stiletto AX, für das Pure Charge & Go AX, für das Motion Charge & Go PX und das Motion Charge & Go SPX. Aufladen ist natürlich eine Funktion, klar, deswegen heißt es auch Ladegerät, aber es ist auch eine Trockenstation. Das heißt, Ihre Hörgeräte werden hier zeitgleich über Nacht geladen und im Anschluss getrocknet. Die Trocknung ist ein wichtiger Prozess tatsächlich, um die Lebensdauer Ihrer Hörgeräte und auch Ihrer Ex-Hörer zu erhalten und im besten Fall natürlich auch zu verlängern. Das UV-Licht sorgt hier für eine gründliche Desinfektion und am nächsten Tag starten Sie einfach unbesorgt in den Tag. Zusammenfassend kann ich sagen, die Trocknung von Hörgeräten ist natürlich nicht zu unterschätzen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Hörgerätepflege. Sie müssen sich vorstellen, Schweiß kann sehr aggressiv sein und wenn Sie Ihre Hörgeräte an warmen Sommertagen abends trocknen, dann wirkt sich das auf jeden Fall positiv auf die Lebensdauer Ihrer Hörgeräte aus. Einfacher als mit dem Dry and Clean Ladegerät könnte es also wirklich im Grunde nicht sein. Und insbesondere diese Kombination einfach aus nächtlicher Ladung und Trocknung, sodass kein extra Schritt nötig ist, ist hier wirklich sehr hilfreich. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was kostet denn so ein Dry and Clean Charger, also Ladegerät? Wenn Sie unten auf den ersten Link in der Beschreibung klicken, dann kommen Sie auf unsere Webseite, wo Sie natürlich den Preis für die Ladestation sehen. Wenn Sie auf der Suche sind nach Hörgeräten oder einfach mal durchstöbern wollen, dann können Sie natürlich auf den zweiten Link in unserer Beschreibung klicken. Dann kommen Sie auf unsere Hörgeräteseite. Dort sehen Sie alle Preise und Funktionen der verschiedenen Hörgeräte und können diese miteinander vergleichen. Falls Sie jetzt zum Beispiel doch im Moment keine Hörgeräte vielleicht brauchen, aber Sie kennen jemanden, der oder die von Hörgeräten profitieren könnte, dann haben wir etwas für Sie. Für jede erfolgreiche Hörgeräteempfehlung bekommen Sie 100 Euro in bar und die Person, die das Hörgerät gekauft hat, bekommt 100 Euro Rabatt beim Hörgerätekauf. Also klicken Sie jetzt am besten direkt auf den dritten Link in der Beschreibung und erfahren Sie dort mehr über unser Empfehlungsprogramm.
Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Am besten Sie abonnieren jetzt direkt unseren Kanal und klicken auf die kleine Glocke für Benachrichtigungen. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand rund um das Thema Hören und Hörgeräte. Ich bin Niklas Spichalski. Bis zum nächsten Mal.